Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen heute ein Mobilier aus Filz. Wir brauchen dazu Filz, Stickgarn und eine Nadel. Eine Vorlage, die ich natürlich wie immer unten kostenlos verlinke. Wackelaugen, eine Schere, Filzstifte zum Malen auf dem Filz, am besten einen schwarzen und einen weißen, etwas Watte und zu guter Letzt einen Holzring. Als erstes wird die Schablone ausgeschnitten. Ich weiß noch nicht, ob ich alle Motive verwende, darum schneide ich erst alles nach und nach aus. Mit dem kleinen Geist fange ich an und übertrage ihn zweimal auf das Filz. Anschließend werden sie ausgeschnitten. Die zwei Geister werden nun mit etwas Nadel und etwas Garn zusammengestickt. Normal hätte mein Garn dieselbe Farbe wie mein Filz, aber um das ein bisschen besser zeigen zu können, habe ich eine etwas dunklere Farbe gewählt. Und weil das Garn ein Rest von einem anderen Stickprojekt ist, ist das ein bisschen zu kurz. Die richtige Länge blende ich euch immer im Video ein. Die meisten Stickgarne haben 6 Stränge. Wir benötigen aber nur 2 davon, weshalb ich mein Garn teile. Den Faden durch die Öse der Nadel ziehen und los geht's mit dem Nähen bzw. Sticken. Aber vorher das Garn noch an einem Ende zu knoten. Fangen wir mit dem Mund vom Geist an. Dazu steche ich mit der Nadel von hinten durch das Filz. Dann gehe ich ein Stück schräg nach unten und steche wieder durchs Filz zurück. Auf der Rückseite steche ich waagerecht nach links in das Filz, Geist wieder umdrehen und dieses Mal wieder schräg nach oben zurück. So langsam hat sich ein Mund gebildet, allerdings ist er nur halb fertig. Geht den Weg nun wieder zurück und füllt die Lücken. Fertig ist der Mund. Nehmt das zweite Stück Filz dazu, denn jetzt wird die Außenkontur genäht. Stecht zuerst nur durch ein Filz, dann immer abwechselnd ein Stück zur Seite, nach vorne durch das Filz, Stück zur Seite, nach hinten durchs Filz und so weiter. Hier mache ich kurz Pause und packe ein wenig Watte in den Geist. Anschließend geht das Sticken weiter, bis wir wieder am Anfang sind. Jetzt werden wieder die Lücken gefüllt, indem wir nochmal einmal um den Geist sticken. Am Ende den Faden vernähen. Das geht ganz einfach. Näht dazu noch einmal ein kurzes Ende in die andere Richtung und dasselbe Stück dann wieder zurück. Mein Faden ist ein wenig zu kurz. Ich zeige euch das Vernähen an einem anderen Geist. Also nochmal in die eine Richtung und wieder zurück. Dann sollte das Garn fest sein. Das Garnende könnt ihr ganz einfach verstecken, stecht einmal mittig durch den Geist und schneidet das Ende einfach ab. Fehlen nur noch die Augen. Die anderen Motive werden mit dem gleichen Stich gestickt. Beim Kürbis gibt es jedoch noch eine Besonderheit, denn ich besticke nicht nur die Kontur, sondern gebe ihm noch ein paar kürbistypische Rundungen, indem ich erst einen Kreis vom Kürbis sticke, dann den mittleren Kreis und zum Schluss das Ende. Damit die Motive auch aufgehangen werden können, knote ich 5 Garnstränge zusammen und binde eine Schlaufe. Den Holzstreifen lege ich darüber und wickel die Garnstränge ein paar Mal verteilt um den Holzring drumherum. So sieht das Ganze dann aus. Jetzt kommen die Motive verteilt an die Schnüre. Nehmt dafür die Nadel zu Hilfe und befestigt eure Motive an euer Mobilier. Wer mag, kann auch Holzperlen mit einbinden. Das war's schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten bis zum nächsten Mal.